Heute ein besonderer Tag in Kindberg. Der Malereibetrieb Gruber feiert sein 50-jähriges Betriebsjubiläum. Gegründet von Renate und Manfred Gruber. Wie geht's dir heute, Renate? Super, in der Pension geht's spitze. Also zuerst war die Arbeit und jetzt die Pension. Ja, sicher. So eine Familie, was wir haben, und so Kunden und Freunde, muss man stolz sein, oder? Schau mal den Umfeld an, oder? Ich bin ja noch keine 50 Jahre, da müsst ihr seinen Vater fragen, weil der hat ja die Firma gegründet. Ich bin ja über 30 Jahre dabei, aber es ist einfach eine tolle Geschichte und wir werden das Schiff schon schaukeln. Und glaube ich, nur gemeinsam ist man stark. Ja, genau. Und danke auch unserem Team, weil ohne das hätten wir es nicht so weit gebracht. Weil nur mit unseren Mitarbeitern haben wir das erzielen können, den Erfolg. 50 Jahre Familienbetrieb, Malerei Gruber. Und jetzt der Sebastian, auch nicht nur Weltmeister, wie man im Hintergrund sieht, Abu Dhabi, sondern jetzt auch Malermeister. Ja, letzte Woche habe ich meine Prüfung ablegen können. Endlich habe ich das einmal fertig, dass ich der Dritte sein darf jetzt bei uns, der was einen Malermeister hat. Der ganz der Jüngste bin ich auch nicht, weil wir sind ja drei Geschwister eigentlich. Die Rebecca, die Sophie und die, wo die Sophie eigentlich die Jüngste ist, was jetzt auch die Ausbildung macht zum Maler. Und im Endeffekt sind wir jetzt eine große Familie, wo jetzt eigentlich viel jetzt das Malerhandwerk haben und hoffentlich die Sophie arbeitet den Meister. Wie ist das, Sebastian, Weltmeister und dann Malermeister? Ja, für mich ganz normal. Also als ich die Weltmeisterschaft noch gemacht habe, war ich noch in der Ausbildung eigentlich dazu, kann man sagen. Und jetzt nachher erst bin ich fertig geworden. Im Endeffekt war es sogar cool und lässig für mich, weil ich durch die WM schon viel gelernt habe, was ich dann beim Meister oder bei der Meisterprüfung einsetzen und umsetzen habe können. Wir sind sehr stolz auf die Firma Gruber. Zum einen, dass sie integriert ist in die Gemeinde, zum anderen, dass sie mit der Bevölkerung zusammenarbeitet und eigentlich viele Bauwerke, die man besichtigen kann, die jetzt auch in letzter Zeit erneuert wurden, bei der Innenstadtbelebung, bei unserer Neugestaltung der Innenstadt, und da war die Firma Gruber auch maßgeblich beteiligt. Die ganze Familie arbeitet aber auch im Betrieb, der Lehrlinge ausbildet, und auch das ist sehr wichtig für die Stadt. Der Malereibetrieb Gruber ist nicht nur in Kindberg bekannt, sondern weit über die Grenzen hinaus für seine Qualitätsarbeit, aber auch für den fairen Preis für alle seine Kunden.